Gegen Jan Gorko, besser bekannt als Monchi, Sänger der deutschen Punkrock-Band Feine Sahne Fischfilet, wurden Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch laut. Nach einer mysteriösen Vorankündigung auf der Instagram-Seite Keiner muss Täter sein, erschien am Donnerstag auf einem damit verbundenen Blog ein Post, der ohne Einzelheiten zu nennen den Sänger als narzisstisch, hart, maßlos und grenzüberschreitend beschreibt. Die Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe werden nicht weiter konkretisiert. Man wisse, dass er Täter sei. Betroffenen solle größtmöglicher Schutz geboten werden. Die Vorwürfe richten sich auch gegen das Label und das Management der Band. Man könne nicht verstehen und sei erschüttert, wie sich das öffentliche Bild Gorkos, der sich nach außen hin mit solidarischen und politischen Aktionen schmücke, halten könne. Der Text endet mit dem Appell: Wir schenken allen Betroffenen uneingeschränkten Glauben und fordern, keine Bühne für Täter, Schluss mit dem Mackertum, Schluss mit sexuellen Übergriffen. Die Band selbst reagierte auf die angekündigten Beschuldigungen ihrerseits mit einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung. Wir wissen nicht, worum es geht, aber wir werden diese Vorwürfe ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. Wir haben auch in der Vergangenheit nie versucht, irgendwelche Vorwürfe zu deckeln. Weiter hieß es, uns ist bewusst, dass eine Band, die nur aus Typen besteht, zu Problematiken führen kann. Genau aus diesem Bewusstsein heraus haben wir verstanden, dass wir zuerst bei uns anfangen wollen und befinden uns hier mitten im Prozess. Um die Vorwürfe aufzuarbeiten, wurde von Feine Sahne Fischfilet eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sich Betroffene wenden können. awarenessfsf@miskberlin.com